Das Mädchen von Hongkong. In der faszinierendsten Stadt der Welt erleben sie eine romantische Liebesgeschichte voll exotischem Zauber. Aber auch gefährliche Abenteuer auf Leben und Tod. Hier ist der Inserat. Geben Sie mir 2000 Dollar Vorschuss und ich bringe Ihnen den Mörder von Edward Collins. Wie sind Sie reingekommen? Hat sich jemand aufgehalten? Was? Ja, wenn Sie mich so freundlich bitten. Na, da haben Sie vielleicht zwei Pfeifen erwischt. Miley wird einmal sehr gute Ehefrau. Ja, das mag ja alles sein, Herzchen, aber für mich leider viel zu gut. Aber sie liebt sie ganz von Herzen. Mach einen alten nackten Mann in der Badewanne nicht rot. Das Mädchen von Hongkong. Joachim Fuchsberger in seiner besten Rolle als Abenteurer mit Herz. In einem Film von Jürgen Roland. Frei nach dem gleichnamigen Roman von Herbert Reinecke. Halt bloß die Schnauze, Löwe. Konfuzius, was ist denn? Oh. Guten Abend. Wollen Sie mich überfallen und vergewaltigen? Würde es Ihnen denn Spaß machen? Lassen wir es drauf ankommen. Kein Geld! Was heißt das? Ich will nicht! Ich habe Arbeit auf Markt! Nein, Sie dürfen ihr kein Geld anbieten, Mr. Kumpel. Sie darf kein Geld nehmen von einem Mann. Dann muss ich vielleicht erst mit ihr schlafen, dass sie mein Geld nimmt. Das können Sie natürlich, aber dann ist sie eine wie wir. Das Mädchen von Hongkong. Joachim Fuchsberger als Mann, der auch mit gefährlichen, schönen Frauen fertig wird. Tut mir leid, Daddy ist in Singapur. Ein Mann im Kampf ums nackte Leben gegen eine Bande internationaler Gangster in einer Jagd ohne Gnade. Haben wir schon mal miteinander gehabt, Süßer? Kann doch sein, dass du dich an mich erinnerst, Süßer. Du weißt, was ich koste? Ja, das weiß ich. Und ich werde es auch bezahlen, Liebling. Okay, Sailor. Du bist die Dollars wert. Dann wollen wir uns ins Vergnügen stürzen. So, mein Vögelchen, und zwitscher mal schön. Wo ist Frank Boyd? Ich weiß es nicht. Das wird dir gleich einfallen. Nein! Nein! Hörst du reden? Ich möchte nur wissen, wo Frank Boyd ist. Ich brenn dir die Augen aus. Ich brenn dir die Augen aus! Ein Mann, der alles auf eine Karte setzt. Ein Mann, dem jedes Mittel recht ist, um ein Verbrechen aufzuklären. Das Mädchen von Hongkong. Ein deutscher Abenteurerfilm der Extraklasse.